Dann sag mir du. So. Begrüßt hier auf dem Hof wir, Herrn und Frau Thien, aber auf dem Dörpe gehört für Platt. Ich bin Heidi. Und ich bin Hartmut. Ich bin Brigitte. Hallo Brigitte. Ja, nun sind wir natürlich auch ein bisschen neugierig, wie sowas passiert. Und ihr vom Harzer Köhlerverein habt da ja nun beste Erfahrungen mit diesem Ganzen. Ja. Schon alte, jahrelange Tradition. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Jahre lang das bei euch schon so passiert ist. Ich glaube kaum, dass wir bei uns sowas in der Nähe schon gemacht haben, obwohl wir Baumbestand und sowas haben. Aber nun haben wir natürlich auch ein bisschen Fragen dazu, wie sowas funktioniert. Wir haben die Anfänge ein bisschen beobachtet. Dann haben wir gesehen, dass da schon so ein bisschen alte Holzkohle liegt. In kleinen, dünnen Holzscheiten was passiert, mit größeren, und so ein Karree, ja, was wie so ein Schornstein aussieht, gebaut wird. Hartmut, erzähl uns mal ein bisschen. Also das Karree ist der Quandelschacht. Das ist die Seele vom Meiler. Aha. Ja? Über den Quandelschacht wird der Meiler gefüllt. Und was da drin ist, ist noch keine Holzkohle. Das sind Brände. Da sagt der Köhler Brände zu. Das ist also unverkohltes Holz. Das war schon mal in einem Meiler drin, ist aber nicht endgültig zu Holzkohle verkohlt. Und dann könnt ihr das ohne weiteres wieder benutzen? Ja, das ist auch einer der Gründe, weshalb es auf der Köhlerei nie Verluste gibt. Das unverkohlte Holz wird immer in den nächsten Meiler wieder mit eingebaut. Sagt der Köhler Schwelbrand zu. Also eine Glut, die schwelt, aber nicht mehr brennt. Mhm. Ich habe jetzt auch gesehen, ihr habt hier das sehr gewissenhaft und ziemlich dicht gemacht. Erst mit so kleinen Holzscheiten und dann das etwas größere drumherum. Die Scheite werden jetzt nach und nach größer, bis wir dann auf Meterlängen kommen, so wie hier. Und da wird dann der Meiler mit zwei Lagen, ein Meter, also zwei Meter hoch. Und dann kommt noch etwa 50 cm eine Kuppel oben drauf. Und was kriegt ihr da so raus an Holzkohle? Ja, also es gibt immer so die Faustformel. Ein Meter Holz, maximal 10 Sack, 10 Kilo. Ne? Aber man muss auch mit Verlusten rechnen. Also der Köhler ist zufrieden, wenn es 8 Sack werden. Mhm. Wenn es optimal läuft, kann es auch ein bisschen mehr werden. Aber wenn es eine gute Verkohlung war, Verkohlung gut stattgefunden hat, dann 8 bis 9 Sack, 10 Kilo. Und ihr habt ja jetzt eigentlich reines Buchenholz hier. Das ist reines Buchenholz. Das gutes, richtig gutes Buchenholz. Hat also ja auch den Vorteil, dass keine Rinde da ist. Denn ich habe mir vorhin sagen lassen, dass Rinde nicht unbedingt Holzkohle wird, sondern Abfall ist. Ja, Rinde verkohlt sehr schlecht, eigentlich gar nicht. Nee, das ist schon alles, die Bedingungen sind gut, die Erde ist gut, das ist auch immer noch so eine Sache. Dann egal, ob das der kleine oder der große ist, das Prinzip ist immer das gleiche. Gut, dann machen wir das doch wieder. Dann bedanke ich mich erstmal. Nett, ich auch. Gut brennt. Ja, danke. Guck, tschüss. Nach getaner Arbeit ist es endlich soweit. Der Meiler wird angezündet. Jedes Handwerkszeug hat seinen speziellen Namen. Ja. Fast alles. Heinz, jo. Ja. Herbei, herbei! Der Meiler wird entzündet! Herbei! Herbei! Der Meiler wird entzündet! So, seid ihr mal.
Ereignis, dass wir den Holzmeiler anzünden wollen. Wie es natürlich großartig gesagt von mir, das macht selbstverständlich der Hartmut. Hartmut? Ja, das mache ich. Wir kriegen das hin. Mit der starken Unterstützung seiner Frau Brigitte ist er nun hier angereist, um das heute anzugehen. Die ganze Initiative erstmal so im Vorfeld da, das hat Uwe Sander ins Leben gerufen. Der hatte so die Idee, hat dann gleich seine Waldbauern mit aktiviert und gesagt, Jungens, ihr müsst helfen, was sie tatkräftig getan haben, was ich auch in den letzten Tagen mit gesehen habe. Der erste kleine Meiler ist schon entzündet, ist schon dermaßen geschrumpft, dass man sich fragt, war der das wirklich? Ja, zunächst erstmal möchte ich auch alle Anwesenden ganz herzlich begrüßen. Und im Namen des Harzer Köhlersvereins, dem meine Frau und ich angehören, wünschen wir euch und uns maximalen Erfolg und ein paar schöne Tage hier in Fahl. Auch gleich am Anfang möchte ich mich bedanken bei der großartigen Unterstützung, die wir hier durch die eben schon genannten erfahren haben. Und der ist jetzt mit leicht brennbarem Holz gefüllt, so circa 40 cm hoch. Und das sind sogenannte Brände, das ist der Rest aus einem vorhergegangenen Meiler, denn ganz hundertprozentig verkohlt das Holz nie. Und die Reste sind da jetzt drin. Und den füllen wir jetzt mit etwas Glut, einmal Glut, reichen mir meine fleißigen Helfer hier zu. Jetzt kommt wahrscheinlich die große Überraschung. Köhler ohne Schaufel, das ist wie ein Mann, der dem Bein fehlt. Also Köhler mit ohne Schaufel, die braucht ihr doch nicht. So, jetzt mache ich erstmal den Schacht auf. Ich muss ja nur gucken, dass da auch wirklich nichts reingerutscht ist, dass da von der Kante kein Holzbrust anstellen rein. Ach Gott. Da ist schon was passiert. Oh. Hat da heute Nacht einer nicht aufgefallen? Das sieht ganz gefährlich aus. Also ich würde schon sagen, ich muss hier ganz vorsichtig sein. Gibt es hier in der Nähe Munitionsbergungsdienste? Hat uns jemand irgendwas reingetan? Ja. Ein Anruf, wo das klappt. Bisschen Holzkohle. Das ist das, was da das Köhlers Lebenselixier ist. Dazu mit Köhler Schweiß. Köhler Schweiß ist ein Schwarzbier, flüssige Holzkohle. Ist ein hochprozentiger Schnaps, der sehr gut schmeckt. Der hat 50%, also wird empfohlen, den auf zweimal zu trinken, dann ist es 25. Ja. So. Und jetzt können wir die Blut nehmen. So, und wenn ich das jetzt hier reingekippt habe, ist der Prozess unumkehrbar. Dann gibt es kein Zurück mehr. Dann muss es entweder Kohle werden, oder? Na gut. So, dann wünsche ich auch meinem Meiler gut brennt. Ja, komm, so. Heinrich ist wichtig? Heinrich ist wichtig. Sonst hätten wir den Sand nicht hochgekriegt. Das ist doch mal hier gut dran. Soll ich das sagen? Ja, kannst du machen. Haben wir alle? Ja. Aufmachen. Moment, Moment, ganz ruhig. Seid ihr alle gut drauf? Ja, so ist gut. Dass er gut drauf hat, steckt runter. Ich wünsche dem ersten Meiler in Pfahl, der hier brennt, für die nächsten 8 Tage. Gut! Brand! Gut! Brand! Gut! Brand! Prost! Euch zum Wohl! Zum Wohl! Nase. Ja, jahrelang selber Holz gewesen. Immer einzeln auf meine Nase und nur richtig angucken werfen. Mini-Stück.
Was wird da jetzt gemacht? Hat nicht möglichst keine Hohlräume das. Also. Das wird dann beim nächsten Mal schon leichter gehen. Ja. Wenn er die Hände hochhebt, sich ergibt. Ja, durch den Scheinwerfer haben wir doch ein bisschen, ne? Ja. Und da hinten, ich hätte auch... Also. Ja. Naja, ich kann es nicht so ruhig halten. Schade. Super Holzkohle. Hast du den Klang gebracht? Ja. Und die klappert, das ist ein Zeichen für Qualität. Ein Qualität. Oh oh, ich muss rübergehen. Ja. Gleich so ein bisschen vorziehen. Dann gehen wir auf die andere Seite, ne? Machen wir die Bühnenseite. Da wollte ich die so stehen lassen.